Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start, heute mit einem sehr einfachen Solo-Money-Glitch. Was ihr dafür benötigt, habt ihr schon am Anfang gesehen. Dennoch ein paar kleine Punkte. Erstens, passt bitte auf, dass all eure Garagen voll sind und dass ihr auch genügend Fahrzeuge habt, die ihr spenden könnt. Außerdem braucht ihr auch ein iFruit-Kennzeichen. Wer nicht weiß, wie man so etwas erstellen kann oder Probleme hat mit der App, der sollte sich mal das Video hier oben rechts anschauen. Da wird das nochmal gezeigt, wie das auf dem PC funktioniert. Natürlich auch übertragen auf Xbox und halt auch auf PlayStation. Habt ihr dann alles soweit, fangen wir auch damit an, wie das Ganze funktioniert. Unsere Basis ist wie gesagt voll mit Fahrzeugen und auch das Fahrzeug ist dabei, was wir duplizieren möchten. Auf dem Fahrzeug befindet sich ein iFruit-Kennzeichen, auch wenn das jetzt hier nicht so aussieht. Das ist einfach nur eine random Anordnung aus Buchstaben und Zahlen und dann steigt ihr in das Fahrzeug ein. Hier kommt auch schon die Avenger zum Einsatz. Linke Pfeiltaste drücken, damit wir jetzt hier in die Avenger-Werkstatt reinkommen und hier müsst ihr jetzt ein Setting am Fahrzeug ändern. Macht das Ganze am besten am Nummernschild. Ihr seht, hier ist das iFruit-Kennzeichen und dann wählt ihr hier eine andere Farbe aus und dann geht ihr aus der Avenger raus, also Avenger komplett verlassen, nicht nur Fahrzeug verlassen oder mit dem Fahrzeug so rausfahren, sondern ihr müsst hier wirklich Avenger komplett verlassen und dann solltet ihr mit dem Fahrzeug wieder auf dem gleichen Parkslot landen, woher das Fahrzeug auch gekommen ist. Nach dem Aussteigen gleich wieder einsteigen und dann mit dem Fahrzeug komplett aus der Basis rausfahren, draußen das Fahrzeug abstellen, Interaktionsmenü öffnen, Fahrzeuge und persönliches Fahrzeug wieder einlagern, Fahrzeug geht also wieder zurück in die Basis zum Stellplatz. Wir rufen jetzt hier über die Kontakte den Mechaniker an und jetzt braucht ihr erstmal ein Fahrzeug zum Weiterschieben. Also das Fahrzeug, was ihr jetzt hier bestellt, geht noch nicht verloren. Das brauchen wir einfach nur zum Schieben. Bedeutet, das, was ihr jetzt bestellt, fahrt ihr in die Basis dann rein und das, was in der Basis steht, wird auf den Platz geschoben, wo jetzt praktisch diese Elegy her ist. Also Fahrzeug anfordern, sobald das dann ausgeliefert worden ist, einsteigen und dann fahrt ihr das in die Basis und hier sollte natürlich jetzt die Meldung unbedingt kommen, dass die Basis voll ist. Meldung mit X annehmen und dann fahren wir ganz normal in die Basis wie immer rein. Und drinnen angekommen werden wir natürlich gefragt, was für ein Fahrzeug wir ersetzen wollen. Ihr könnt hier alle Fahrzeuge ersetzen, bloß nicht das, was ihr natürlich duplizieren möchtet. Wählt also ein anderes random Fahrzeug aus. Nachdem das dann erledigt ist, müssen wir jetzt zu dem Fahrzeug wieder zurück, was wir auch in die Avenger reingebracht haben. Dort steigen wir jetzt wieder ein, drücken wieder die linke Pfeiltaste, um in die Avenger-Werkstatt reinzukommen. Und jetzt kommen wir aber ohne Fahrzeug rein. Und jetzt kommt der nächste wichtige Schritt. Und zwar gehen wir jetzt zum Cockpit und betreten das Cockpit, aber ihr geht nicht sofort rein, sondern ihr bleibt davor stehen, so dass ihr dann oben links in dieser Meldung drin seid. Das macht ihr am besten bis zu 30 Sekunden, sonst kann es dazu führen, dass ihr tatsächlich ins Cockpit reinkommt und das von vorne wieder machen müsst. Wenn ihr euch dann denkt, ihr habt lange genug gewartet, dann drückt ihr jetzt einmal X auf Cockpit betreten. Ihr bekommt dann nur einen ganz kurzen Blackscreen und seid dann auch wieder automatisch in eurer Avenger drin. Nach dem Blackscreen einfach wieder von dem Cockpit-Eingang weglaufen und dann dauert es meistens auch nicht lange. Dann werdet ihr auch automatisch aus der Avenger rausgekickt und landet wieder in eurer Basis. In der Basis hier auch wichtig, schaut, dass hier keine Fahrzeuge mehr drin sind. Die müssen jetzt hier alle raus sein und danach könnt ihr auch wieder über das Pad einfach die Basis verlassen. Draußen dann angekommen, brauchen wir jetzt das Fahrzeug, was wir nicht mehr benötigen. Das bedeutet, ihr braucht jetzt das Spenderfahrzeug, das ist dann auch unwiderruflich weg. Mechaniker anrufen, ihr seht Garagenebene 4. Wir haben jetzt hier den Elegy drin, damit ihr das nochmal seht. Das ist jetzt hier Garage 28 und dann bestellt ihr jetzt das Fahrzeug. Sobald das dann auf der Karte angezeigt wird, dass es ausgeliefert worden ist, könnt ihr jetzt einen Job-Teleport machen. Dazu einfach mal in der Nähe von eurem CEO-Gebäude schauen, wo dann ein Job ist. Den startet ihr dann mit Viereck, Meldung mit X annehmen. Und sobald ihr dann in den Job-Einstellungen drin seid, geht ihr auf die Freundesliste, sucht jetzt einen der AFK-Bots. Das Ganze hier ist für Xbox und für PlayStation. Und dann tretet ihr jetzt diesem Bot bei. Es kommen jetzt zwei Meldungen. Die erste Meldung nehmt ihr jetzt hier mit X an. Und danach sollte automatisch diese Dreizeiler-Meldung kommen mit dem Zielmodus, die lehnt ihr jetzt hier mit Kreis ab. Solltet ihr bei der ersten Meldung X drücken und ihr landet in einer komplett neuen Lobby, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr euch mit dem Bot im gleichen Zielmodus befindet. Der Bot befindet sich im freien Zielen und ihr müsst euch dann halt im unterstützten Zielen befinden, damit das Ganze funktioniert. Ihr schnappt euch jetzt hier einfach ein random NPC-Fahrzeug, fahrt jetzt damit in die Firmengarage 1 rein, die Firmengarage 1 auch hier wieder komplett voll, damit wir jetzt wieder die Meldung bekommen, dass wir ein Fahrzeug ersetzen sollen.
und diese Meldung nehmt ihr dann hier auch wieder mit X an. Dann bekommt ihr eine kurze Ansicht von eurer Firmengarage. Wenn die länger ist, dann bleibt einfach mal ein paar Sekunden drin. Es kann auch sein, dass es etwas nachladen muss und dann landet ihr aber meistens immer wieder in eurer Basis. Nun kommen wir auch schon zum allerletzten Schritt. Wir gehen wieder zu dem Fahrzeug zurück, was wir die ganze Zeit genutzt haben zum Duplizieren. In dem Falle mein Izzy. Ihr steigt dort wieder ein und dann geht ihr jetzt statt auf die linke einmal auf die rechte Pfeiltaste, sodass ihr jetzt in der Basiswerkstatt etwas ändern könnt und hier wieder einfach eine kleine beliebige Sache auswählen. Einfach wieder das Nummernschild wechseln, dass ihr eine andere Farbe oder ein anderes Design habt und dann geht ihr hier zurück und geht auf Fahrzeug verlassen einmal und dann bekommt ihr unten rechts schon eine Speicherschnecke und damit wäre das Ganze jetzt auch schon durch. Und damit ihr jetzt erstmal seht, wo sich das Duplikat jetzt befindet, fahrt ihr mal mit dem Fahrzeug jetzt hier raus und dann rufen wir jetzt mal den Mechaniker an und dann sollte jetzt dort, wo wir jetzt als letztes den Energy herbestellt haben, der Izzy jetzt wieder stehen. Wenn wir jetzt hier mal auf Garage 4 schauen, ihr seht, dort befindet sich jetzt der Izzy und das könnt ihr jetzt halt so lange machen, wie ihr wollt. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr iFood-Kennzeichen nutzt. Nutzt ihr diese iFood-Kennzeichen nicht, landet ihr in einem Verkaufslimit, bedeutet dann, ihr könnt nur noch ein Fahrzeug alle 30 Stunden verkaufen und der Wert wird auch drastisch heruntergesenkt. Und wenn ihr dann anfangt, diese Fahrzeuge zu verkaufen, dann bitte immer nur ein Fahrzeug in einer Stunde. Das Ganze könnt ihr insgesamt 8-mal hintereinander weg machen und nach diesen 8 Verkäufen am besten 24 Stunden warten und dann wieder anfangen. Wenn ihr mal ganz schnell Geld braucht, dann könnt ihr auch gerne mal 3 Stück hintereinander verkaufen, dann aber etwas länger warten. Dann könnt ihr wieder anfangen, immer eins wieder zu verkaufen oder zwei und dann müsst ihr halt auch diese jeweiligen Stunden abwarten. Das war's nun mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und seid ihr noch auf der Suche nach Leuten zum Traden von Fahrzeugen, dann kommt auf jeden Fall mit auf den Discord-Server. Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.